Hey ihr Lieben, dies ist ein ganz spontanes Video mit meiner Herzensfreundin Glickeria. Glickeria? Im Sonnenuntergang hier auf meiner Finca auf Mallorca. Wir hatten jetzt fast eine Woche zusammen Freundinnenzeit und wir hatten jetzt gerade die Idee, dass wir mal über das Thema Beziehungen, Kommunikation, Miteinander sein, auch in etwas anspruchsvollen Zeiten sprechen. Wir haben viel erlebt. Freundschaften, genau, wir haben viel erlebt. Mhm. Wir hatten jetzt 6 Tage oder 5 ganze Tage. Ja, genau. Ausgefüllt mit wunderschönen Dingen. Und natürlich kam auch sehr viel aus der Seele auch raus, hoch. Ja. Und wir kennen uns jetzt fast 20 Jahre und trotzdem ist es halt so, wenn der Alltag eben irgendwelche Herausforderungen mit sich bringt und da wirklich viel passiert, dann achtsam miteinander zu sein, wie fühlt sich die eine, wie fühlt sich die andere. Es ist halt, wenn man sich sonst 2-3 Mal im Jahr sieht, eine Herausforderung, sich wieder in die gemeinsame Schwingung zu bringen, zu kommunizieren, was möchte ich, was brauche ich gerade, brauche ich Rückzug, das ist ganz wichtig, ob das in einer Freundschaft ist, in einer Partnerschaft ist, in der Familie ist, sehr, sehr gut für sich zu sorgen, zu sagen, ich habe heute Lust auf gemeinsame Unternehmungen, auf Austausch, auf Reden, was auch immer und dann auch wieder den Punkt zu finden, so jetzt brauche ich mich wieder ganz alleine, jetzt brauche ich mich in meiner Stille. Ja, finde ich mich wieder und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass ich gar nicht weiß, was ich brauche. Und das habe ich nämlich manchmal, so dieses Gefühl von, ach, ich bin irgendwie in der Hingabe und ich mache das einfach mit und manchmal brauche ich so ein paar Optionen, wo ich so nachfühlen und reinfühlen darf, wie fühlt sich das für mich an und ich brauche auch die Zeit und irgendwie ist es dann auch eine Vertrauensbasis, eine sehr tiefe, wirklich sich gegenseitig das zuzugestehen und auch wirklich sich zu äußern und zu sagen, du, ich muss mal da nochmal reinfühlen und ich kann das jetzt gerade nicht so direkt entscheiden, ja, wenn das gerade so emotional so kommt. Ja. Also es geht darum, wenn man sich verabredet, ob das für ein paar Stunden ist oder eben für ein paar Tage, ob das in einer langen Beziehung ist oder in einer kurzen, dass wir uns aufeinander einschwingen, dass wir uns das erlauben, dass es auch eine Zeit braucht. Wenn man sich natürlich nur auf einen Kaffee trifft, dann ist es nicht wirklich so dramatisch, aber selbst da, dann zu spüren, wie fühle ich mich gerade, wie kommt mein Gegenüber auf mich zu, ist es mir zu forsch, ist es mir zu sanft, möchte ich ein bisschen mehr Austausch, das in Liebe zu kommunizieren. Wir beide haben natürlich jetzt, wenn du auf Mallorca bist, dann gibt es natürlich auch Programm, denn die meiste Zeit, wenn ich mit mir alleine bin, dann bin ich nicht viel unterwegs, dann bin ich totale Eremitin, ziehe ich mich zurück und dann freue ich mich, wenn eben ein Herzensmensch zu mir kommt und ich dann gemeinsam auf die Insel wieder je nach Jahreszeit neu sehe, auch neue Dinge entdecke, denn Mallorca ist wirklich groß, hier gibt es so, so viele schöne Orte. Wundervoll. Ja, und dann wirklich zu entscheiden, ja, brauche ich jetzt eher ein bisschen Ruhe, weil ich ja auch noch als Selbstständige viele Dinge zu tun habe am Tag, gerade keinen Urlaub habe, sondern eben so ein Basic-Programm habe. Und auch zu sehen, ich bin Überversorgerin, das heißt zu sehen, wie viel gebe ich hinein in die gemeinsame Zeit und manchmal ist es auch zu viel. Und dann wieder einen Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, ich habe tolle Ideen, aber wie du gerade sagtest, dann zu sagen, okay, du entscheidest als mein Gast, will ich das mitmachen? Ich gebe 1, 2, 3, 4 Optionen und dann reinspüren, will ich das nicht? Und das wäre in einer Partnerschaft auch schön, so am Tag mal zu gucken, will ich das nicht? Ja, und es war heute total
herzallerliebst, so diese Entscheidung, so am Ende, das, was wir ganz am Ende gemacht haben. Und dann hast du irgendwann mal gesagt, dir zuliebe würde ich das auch noch machen. Und das kommt dann aus dem Herzen. Und dann kann ich mich auch total drauf einlassen. Das ist was ganz, ganz anderes, als wenn man sich in irgendeiner Weise gezwungen oder so dafür verantwortlich fühlt, für den anderen noch irgendwas mitzumachen, sondern wirklich aus der Freude und aus der Liebe heraus zu sagen, ja, dir zuliebe mache ich das und ich lasse mich drauf ein, das ist eben Hingabe. Und auf einmal bekommt das Ganze so einen wundervollen, weichen Abgang, so gesagt, oder ja, ja, also wir haben eine lange Tour gemacht, es ist Sonntag. Und dann am Abschluss, ich war schon müde, habe viel gelebt, gesehen, viele Eindrücke, viel Wind, viel Sonne. Und dann zu sagen, okay, nochmal ein Cocktail irgendwo am Strand. Und dann fiel mir etwas ein, dachte ich, okay, das dauert jetzt nochmal eine Stunde, anderthalb länger. Kann ich das? Will ich das? Oder möchte ich nach Hause fahren, mich ausruhen? Und dann zu sagen, okay, da ist ein Teil von mir, der möchte gerne nach Hause fahren. Und der andere Teil möchte dann eben so letzter Abend vor dem Heimflug noch was Schönes schenken, eine schöne Erinnerung schenken und das dann mitzumachen. Und dann ist es für mich total wichtig, das auch klar zu entscheiden. Nicht, ich muss mich jetzt verbiegen, ich muss mich jetzt wirklich dafür aufopfern. Das war früher in mir, okay, ich opfere mich dafür auf, dass meine Freundin eine schöne Zeit hat. Wenn ich das nicht mehr mache, sondern mich klar für etwas entscheide, klar für einen Ausflug, klar für einen Rückzug, klar für ein Essen oder was auch immer und dann auch dem oder der anderen zugestehen, ja, es ist von einer Seite gerade keine so gute Energie und dann auch gemeinsam einen Kompromiss machen, was total wichtig ist, finde ich, in einem Austausch einen Kompromiss zu machen, wenn sich der, die eine nicht mehr so wohl fühlt, was können wir jetzt alternativ machen? Gemeinsam aus dem Herzen entscheiden, was fühlt sich für uns gut an? Das ist für mich Beziehung leben, also in jeder Form, Partnerschaft, Freundschaft, was auch immer, da liebevoll zu kommunizieren. Ja, und vor allen Dingen das Wichtigste für mich persönlich ist, wenn es sich mal wirklich nicht gut anfühlt, das auch dann auf den Tisch zu bringen, relativ schnell, wenn man am besten nicht in so einer komischen Drama-Energie oder in so einem irgendwas Unterschwelliges ist da, sondern wirklich mal einmal drüber zu schlafen und vielleicht mal sich setzen zu lassen und am nächsten Tag das mal anzusprechen, liebevoll und ehrlich zu sein und wirklich sein, also den Eindruck, den eigenen Eindruck mitzuteilen. Ne? Wie habe ich mich gefühlt? Wie habe ich dich gesehen? Wie habe ich mich gesehen dabei? Und dann, also meine Erfahrung da drin mit dir auf jeden Fall, ist, dass sich das auf einmal sowas von liebevoll wendet und jeder von uns hat dieses Verständnis für den anderen und auch für sich diese Selbstreflexion da reinzubringen und zu sagen, ich habe mich da wieder in so eine komische Rolle reingebracht oder drin gesehen und das ist nicht meine Rolle, da gehe ich gerne wieder raus. Ja, also es kann immer mal in einer Beziehung einen Punkt geben, wo wir uns gegenseitig triggern. Ganz klar, die nächsten Wesen, das sind Partner, Familie, beste Freunde und die Haustiere. Die triggern uns, das ist einfach so. Und wenn man sich dann durch ein Kommunikationsmissverständnis plötzlich in einem Drama wiederfindet, weil man sich nicht gesehen fühlt, nicht geliebt fühlt, weggestoßen fühlt, ganz, ganz schnell passiert in einer Beziehung, dann wieder den Anschluss zu finden, hey, es ist nicht meine beste Freundin oder mein Partner oder wer auch immer, der schuld an dem Drama ist, sondern es ist nur eine innere Verletzung, die plötzlich hochploppt, eine Erinnerung an ein ehemaliges Erlebnis, das rollt sich plötzlich wieder in mir auf und dann nicht dem anderen die Schuld geben, sondern einfach zu reflektieren, mal eine Nacht drüber schlafen ist dann manchmal wirklich gesund oder wenn es dann halt am Tag passiert oder am Morgen passiert, einfach aus der Situation rausgehen. Ich habe ganz viele Videos zum Thema Drama gemacht. Aus der Situation wirklich energetisch und auch örtlich
physisch rausgehen, sagen so, ich brauche jetzt Abstand, das kocht jetzt gerade hoch, ich möchte das reflektieren oder ich bitte dich, das für dich zu reflektieren. Und dann treffen wir uns wieder, sprechen darüber so achtsam wie möglich. Und dann findet das eben, wie du sagst, eine wunderschöne Wendung. Dann kommt dann eine ganz frische, schöne, weiche Energie raus. Und im besten Falle lernen wir daraus. Mhm. Und das Schöne ist eben, wenn man sich so lange kennt und dafür offen ist, dann können unsere nächsten Menschen das auch so reflektieren, dass sie die blinden Flecken, die wir selber haben, erhellen und sehen, hey, kann es sein, dass das aus der und der Richtung kommt? Kann es sein, Moment mal, du hast mir doch damals erzählt, das ist schon mal so passiert. Mhm. Und dann kommt dieser Aha-Moment, oh, ja, genau. Und dann kann man das loslassen. Und das ist so schön. Dann kann man es wirklich loslassen und sagen, komm, das ist Vergangenheit, das ist passé. Wir sind im Jetzt, wir schauen positiv in die Zukunft, wir haben miteinander viel gelernt. Dankeschön und wow, das ist so ein toller Moment. Mhm. Ja, also mir hat das sehr, sehr viel gegeben und ich habe viel mitgebracht, viel mitgebracht aus der letzten Zeit, viele Erlebnisse und es hat sich auf einmal so eine Entspannung reingebracht in mir, in meine Seele und ich konnte hier ganz viel loslassen und ganz viel. So für mich persönlich und auch mit dir zusammen im Austausch konnte ich viel für mich lösen und wieder weich das entknoten, so gesagt, und das wirklich hier lassen. Und ja, fühlt sich gut an, fühlt sich sehr, sehr gut an. Klarheit. Klarheit, ja, Klarheit finden, aus dem Chaos rausgehen. Und was wir jetzt eben aufgrund deiner ziemlich chaotischen Situation, aus der du hierher kamst, als Resümee hatten vorhin noch, war, es ist manchmal wichtig, wenn man im Chaos ist, ob das eine Trennung ist, ein Tod ist, ein Verlust von irgendetwas ist, Teenager, die gerade ein bisschen ausflippt, was auch immer, dann ist es toll, ähnlich wie vorhin beschrieben, aus dem Drama auszusteigen, das in einer Beziehung, in einem Treffen besteht, einfach rauszugehen. Und es ist manchmal auch wichtig, dass wir, wenn wir in einer Sackgasse der Emotionen feststecken, den Ort verlassen. Das kann sein, mal einen ganzen Tag raus aus dem Haus, zum Beispiel am Wochenende einen Ausflug machen oder tatsächlich mal ein Wochenende aus der örtlichen Situation, in der man sich verhuddelt hat, rauszugehen. Das ist so hilfreich, wirklich aus der Situation örtlich auch herauszugehen, frisch auftanken, an einem anderen Ort reflektieren, den Knoten entheddern und dann neu in das Zuhause zurückkommen mit einer frischen Klarheit, frischen Energie, klarem Fokus. Das ist sehr, sehr hilfreich. Das war jetzt auch so ein Resümee aus der gemeinsamen Zeit. Kann ich nur so unterstreichen. Und mein Gefühl ist auf jeden Fall, dass ich morgen in den Flieger mit viel, viel weniger Ballast einsteige. Und für mich mit einer frischen Energie, mit Kraft, mit einer Klarheit, mit Sanftheit. Und mit viel Liebe auf jeden Fall wieder zurückkomme und liebevoll auf mich schaue erstmal für die nächste Zeit. Und das, ja, im Chaos wirklich einen Schritt nach dem anderen auch für mich. Ja, also wenn man sich irgendwo verheddert hat im Alltag, in den ganzen Herausforderungen, einen kurzen Plan machen, was kann ich als nächstes tun, denn wenn man im Drama ist, wenn man zu wenig Energie hat, weil eine bestimmte Situation ganz viel Energie gefordert und weggefuttert hat, weggefressen hat, dass man dann die Energiereserven auffüllt, eben indem man aus der Situation rausgeht, sich frisch auftankt. Wie ich ja so gerne sage, wenn man viel Energie hat, ist das Ego still, schlummert, schläft und triggert uns nicht. Hat man zu wenig Energie, dann kommt das Ego hoch und reißt uns wieder ins Drama rein. Deshalb ist es wichtig, die Energie aufzufüllen, dann geht das Ego wieder ins Unterbewusstsein, kann sich entspannen und dann kann man neu und frisch in die Zukunft sehen. Und dann sind solche schönen Treffen auch
nährend. Und wichtig eben so als Abschluss noch, wenn man Freundinnenzeit hat oder viel Zeit mit dem Partner hat, an einem Wochenende oder im Urlaub, sich so nährend wie möglich zu verhalten. Ganz klar zu sagen, das will ich, das brauche ich nicht. Das miteinander zu besprechen, damit man wirklich genährt und gestärkt aus solchen schönen Zeiten herauskommt und nicht weniger Energie hat, sondern im besten Fall mehr Energie hat. Und wenn man so schon in diese Situation hineingeht, dann kann man sich gegenseitig unterstützen. Wenn der eine oder andere mal herunterkippt in eine Ego-Situation, in ein kleines oder größeres Drama, zu sagen, so Schatz, ich spüre gerade, da läuft wieder was. Lass uns mal rausgehen aus dieser Dramasituation. Lass uns reden, wenn die Zeit für Reden da ist. Der eine oder andere hat eine gute Idee, was man daraus machen kann. Und dann wieder in den Flow zurückkommen. Ja, wunderbar. Ja, go with the flow. Go with the flow. Ganz viel Freude euch. Genießt eure Beziehungen. Genießt die Beziehung zu euch selber. Seid lieb und wertschätzend, fürsorglich für euch selbst. Und dann werdet ihr auch mit Freunden und Partnern und Familie eine ganz, ganz tolle Zeit haben. In Liebe, yes. Bis bald aus Mallorca. Ciao. Bye, bye.